Hallo Leute, ich wende mich an euch nicht, weil ich mir nochmal einen Kübel Eiswasser über den Kopf schütten möchte, nein, sondern weil ich auf ein Argument einmal eingehen möchte. Es gibt mittlerweile immer mehr Kritik an der Ice Bucket Challenge, die man im Grunde auch ein wenig teilen kann. Ob die Intensität nun zu hoch ist, ob das Ganze nicht ein wenig zu viel ist. An dieser Stelle möchte ich nur auf die Menschen verweisen, die selber ALS haben und beeindruckende Videos im Netz geteilt haben, die deutlich über das hinausgehen, was unser Eins derzeit postet. Aber es gibt einen Punkt, den man vermehrt liest, in den Kritiken, in den Foren, in den Kommentaren. Und zwar, wer denkt eigentlich an die Kinder und Menschen in Afrika, die kein Wasser haben? Und an dieser Stelle empfiehlt sich vielleicht ein wenig Recherche. Denn allein in Aachen hat es fast 250 Liter Regenwasser pro Quadratmeter im Juli gegeben. Auf meiner Dachterrasse wären das über 8000 Liter Wasser. Wir haben das Glück, dass wir genug Wasser haben. Und wenn wir uns davon ein wenig für einen guten Zweck in den Kopf kippen, finde ich, ist Kritik absolut überbewertet und falsch. Und noch ein Punkt ist da wichtig. Bedenkt doch mal, wie ihr das Wasser kauft. Ihr kauft es oft in Plastikflaschen. Zumindest die, die das tun, sollten jetzt genau zuhören. Die Transportkosten für eine Wasserflasche sind geschätzt mindestens mal 1 Liter Benzin. Das findet man ganz schnell heraus, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt. Ein weiterer Punkt ist, dass man für 1 Liter Wasser knappe 3 Liter Wasser braucht, um diese Plastikflasche überhaupt herzustellen. Vernachlässigen wir einfach den Fakt, dass die Plastikflaschen aus Rohöl sind und dass selbst der gute Plastik, wie man ihn so schön nennt, der Bioplastik, aus Mais und Rohrzucker hergestellt, nochmal mehr Wasser in der Herstellung benötigt. Ich teile eure Einstellung, dass Wasser ein knappes Gut ist und wir sollten alle, denke ich, sehr verantwortungsvoll damit umgehen. Aber reitet nicht auf einer guten Welle rum, indem er meint, dass Wasser an dieser Stelle verschwendet ist. Ich glaube, diese Aktion war eine der besten Investitionen von Wasser in den letzten Jahren.